Hallo, herzlich willkommen am Mikrofon Andreas Klamm. Wie geht es Ihnen? Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Wie würden Sie es nennen, wenn Sie chronisch krank, behindert oder gar schwerbehindert sind und Ihnen medizinische, ärztliche Hilfe nicht gewährt wird? Wie würden Sie es nennen oder auch bezeichnen, wenn Sie in eine soziale Notlage geraten, sei es durch Arbeitsplatzverlust oder andere Umstände, und Ihnen soziale Hilfe nicht gewährt wird? Wie würden Sie es nennen, wenn Sie zur Aufgabe Ihres frei gewählten Berufes gezwungen werden, weil Gesetze in Deutschland es so fordern? Wie würden Sie es nennen, wenn Sie eine schwangere Frau sind und Ihnen die Sozialleistungen hochschwanger und Ihrem Kind gestrichen werden? Ich nenne das Folter. Das klingt hart. Sicher haben Sie alle schon von der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen gehört. Universell für jeden Menschen, ungeachtet der Herkunft, gültig. In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Artikel 23, steht geschrieben: Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit. Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen. Jeder hat das Recht, zum Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und solchen beizutreten. Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte: Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen gewährleistet, sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigen Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände. Mütter und Kinder haben Anspruch auf besondere Fürsorge und Unterstützung. Alle Kinder, eheliche wie außereheliche, genießen den gleichen sozialen Schutz. Folter? Sind Sie ein Opfer von Folter? Hören Sie dazu eine Expertenmeinung von Professor Dr. Heiner Bielefeld. Was ist Folter? Wie beschreiben Sie Folter? Es gibt eine Definition, die mir persönlich sehr einleuchtet. Die stammt übrigens von einem Theologen, Jörg Spett. Folter ist das gewaltsame Brechen des Willens bei Aufrechterhaltung des Bewusstseins. Das ist eine Formel, da muss man einen Moment drüber nachdenken. Brechen des Willens, das geschieht ja in gewisser Weise auch bei jeder Narkose, dass der Wille ausgeschaltet wird. Hier ist es ein gewaltsames Brechen des Willens. Aber das Perfide ist, derjenige, dessen Willen gebrochen wird, soll das bewusst erleben. Er soll dann eben nicht wegdämmern können, sondern er wird gleichsam Zeuge seiner eigenen Verdinglichung zu einem hilflosen Bündel von unerträglichen Schmerzen, von Scham und von Angst. Und das ist die ultimative Demütigung, deshalb eine systematische und völlige Negierung der Menschenwürde, für einen Rechtsstaat eigentlich undenkbar. Die allgemeine und universelle Erklärung der Menschenrechte ist für alle Menschen ungeachtet ihrer Herkunft gültig, ungeachtet dessen, in welchem Land diese Menschen leben. Ich bitte Sie, schauen Sie nicht weg, sagen Sie Nein zu Folter und Ja zu Freiheit, sozialer Gerechtigkeit, Demokratie und Menschenrechte. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal bei Liberty and Peace Now Human Rights Supporters, Ihr Andreas Klamm.